Vielen Dank, Alex. Elke, wenn wir oder wenn wir alle Alex Demirovic schon zuhören, bedeutet es nicht, dass das Recht auf Dissent, also auf Widerspruch, auf öffentliche Versammlung, auf kollektive politische Äußerung, auch auf andere Repräsentation nicht sehr viel wichtiger wird, als es immer schon war? Wie steht es aber um das Recht auf Versammlung und die Möglichkeiten, die von diesem demokratischen Grundrecht ausgehen? Ja, danke schön. Mein Blick auf Demokratie und Versammlungsrecht ist natürlich jetzt auch einer, der wesentlich geprägt ist vom Blick auf die Bundesrepublik Deutschland, auch wenn viele Perspektiven ähnlich sein können in den anderen Ländern. Und da muss man zunächst mal sagen, die bundesrepublikanische Demokratie ist von Anfang an geprägt gewesen vom Misstrauen gegenüber den Bürgern und von der Abwehr dessen, was nicht zur bürgerlichen Mitte gehört. Die sogenannte streitbare Demokratie wollte von vornherein alles das ausgrenzen, was nicht auf dem Boden der FDGO, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, steht. Parteienverbote, Berufsverbote, Versammlungsverbote, Beobachtung und Kriminalisierung von angeblichen Extremisten, das sind die Mittel, um das potenziell Abweichende auszugrenzen. Und das hat die Bundesrepublik von Beginn an geprägt. Die Identifikation mit diesem Staat wird gefordert, der Widerspruch ausgegrenzt. Demokratie aber braucht das Belebende des Widerspruchs, braucht die Herausforderung durch grundlegende Kritik. Miguel Avancour schreibt in seinem Buch Demokratie gegen den Staat, die Zivilgesellschaft zu repolitisieren heißt somit, die Möglichkeit einer politischen Gemeinschaft außerhalb des Staates und gegen ihn zu entdecken. Demokratie bedeutet, die sich etablierenden Herrschafts- und Machtverhältnisse in Frage zu stellen. Und das ist kein abschließender Prozess, sondern es muss immer wieder neu in Frage gestellt werden, und zwar fundamental in Frage gestellt werden und nicht nur ein wenig reformiert werden im Sinne der herrschenden Bürokratie, die über Wahlen nur begrenzte Veränderungen möglich macht. Und genau deshalb hat das Versammlungsrecht auch so einen hohen Stellenwert in einer Demokratie. Sie, also Versammlungen, bieten die Möglichkeit zur öffentlichen Einflussnahme auf den politischen Prozess, zur Entwicklung pluralistischer Initiativen und Alternativen oder auch zu Kritik und Protest. Sie enthalten ein Stück ursprünglich ungebändigter, unmittelbarer Demokratie, das geeignet ist, den öffentlichen Betrieb vor Erstarrung in geschäftiger Routine zu bewahren. Das ist der Satz aus dem Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der 1985 zum ersten Mal ganz klar festgestellt hat, dass das Versammlungsrecht eben nicht darum geht, dass es geordnete Aufmärsche stattfinden können, sondern der diese anerkannt hat, und das war damals das ganz Neue, dass von Versammlungen wirklich etwas Revoltierendes ausgehen kann, etwas Neues ausgehen muss und dass das gerade das ist, was auch im Grundrecht, im Grundgesetz zunächst geschützt ist. Obwohl das Bundesverfassungsgericht natürlich noch genügend Grenzen dem immer wieder eingezogen hat und auch in der Folge immer wieder eingezogen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat damals klargemacht, dass Versammlungen das Lebenselixier der Demokratie sind. Es sind eben keine geleiteten Aufmärsche, keine geordneten Aufzüge. Das Ungeordnete, Eigenwillige ist Kennzeichen von Versammlungen. Versammlungen haben, und das ist genau das, was diese Skepsis den Versammlungen gegenüber ausmacht, prinzipiell das Potenzial, pathetisch formuliert, den Umsturz, die Revolte einzuleiten. Das tun sie nicht immer, aber in ihnen liegt immer dieses Potenzial, und sie sind von daher immer Stachel in der sonst recht leblosen repräsentativen Demokratie. Angesichts des arabischen Frühlings mit all den Widersprüchen, die auch da drin liegen, ist letztlich ein Stück davon deutlich geworden, gerade in den Anfängen, dass tatsächlich
von solchen gewaltfreien Treffen, den Zelten auf Plätzen, ein völliger Umsturz möglich ist, mit allen Fragen, die dann wiederum an eine neue System entstehen, die das dadurch neu entsteht. Aber das ist eben auch innerhalb dieser Bundesrepublik immer klar gewesen, das Grundgesetz selbst ist schon von der Furcht von diesem Potenzial geprägt gewesen. Es wurde eben nicht bei Artikel 1 Absatz 1 belassen, da steht noch alle, okay, da steht Deutschen, das könnte man gut auch noch weglassen, haben das Recht, sich ohne Anmeldung und Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Hinzugefügt wurde eben sofort die Möglichkeit der gesetzlichen Einschränkung in Absatz 2 für Versammlungen unter freiem Himmel. Und von diesem Recht auf Einschränkung dieses Versammlungsrechts hat eben der Bundestag dann sofort 1953 Gebrauch gemacht und das Bundesversammlungsgesetz erlassen. Dieses Potenzial, das im Versammlungsrecht steckt, ist der Grund, warum es ständig umstritten ist. Und es war in den ersten Jahren dieser Bundesrepublik total umstritten. Und es ist ja auch erst langsam eine Form entstanden, in der dieses Recht anders wahrgenommen wird, sehr viel bunter und lauter geworden ist. In den 50er Jahren waren es eben noch Aufmärsche, während es dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erst zu diesem bunten und lauten Protest geworden ist und noch jetzt bei unserer Verhandlung, wo wir gegen das Versammlungsverbot von unserer Versammlung für das Versammlungsrecht im Mai geklagt haben, sagte der Vorsitzende Richter selbst, naja, vieles war von diesem Verbot bezogen auf den 31. März. Und naja, vor einem Jahrzehnt war das noch alles relativ normal, was da passiert ist in der Stadt. Und da wäre das kein Grund gewesen, dafür ein Versammlungsverbot als Konsequenz daraus zu ziehen. Heute ist es alles viel lieber geworden. Und ich glaube, das stimmt auch nur begrenzt, abgesehen davon, dass man gar nicht weiß, was am 31. März tatsächlich stattgefunden hat. Zumindest dieses Versammlungsverbot hier im Mai diesen Jahres war eine Außerkraftsetzung dieses Grundgesetzes, des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit für die ganze Stadt, für die ganze Innenstadt über mehrere Tage. In diesem Maße haben wir das über Jahrzehnte in der Bundesrepublik nicht erlebt, obwohl es natürlich über die Jahre, Jahrzehnte immer viele Versuche gegeben hat, das Versammlungsrecht einzuschränken und Versammlungen sehr zu begrenzen. Die typischen Beispiele sind vor allem Gorleben und der G8-Gipfel in Rostock und Heiligendamm, aber auch da haben die Gerichte ja letztlich jetzt festgestellt, dass der Sternmarsch, also dieser Marsch auf Heiligendamm und den Zaun um Heiligendamm herum rechtswidrig war. Nur diese Versammlungsverbote im Nachhinein helfen immer nur relativ wenig. Es ist letztlich die Außerkraftsetzung von Demokratie, die da immer wieder versucht wird, die Okkupation des politischen Raums durch den Staat, gegen den aber die Bürger opponieren müssen, weil sie sich dieses Recht letztlich selbst nehmen müssen, weil es ihr Recht ist, sich zu versammeln. Und was man dafür noch tun kann, damit das besser zu organisieren ist, darüber werden wir sicherlich in der zweiten Runde noch reden.